unsere Themen am Freitag. Roadtrip beendet, zwei Cottbusser sind zurück aus Russland. Fitnesskochen, für Gordon Bieling ist Ernährung sehr wichtig. Und Nachwuchs gesucht, eine offene Lehrstelle bei der DEKRA. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Küchengratistage bis zum 14. Juli im Möbelzentrum Großräschen. Ihre Sparvorteile: Küchenneuplanung bis zum halben Preis. AEG-Geschirrspüler und Markenarmatur mit Schlauchbrause geschenkt und dazu die 0% Finanzierung. Bei uns finden Sie eine außergewöhnlich breite Palette an Möbeln und Wohnideen. Genau nach Ihrem Geschmack. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Viel Sonne, kaum Regen, so kann man die letzten Wochen beschreiben. Das trockene Wetter ist für den Großbrand in der Liebe-Rosa Heide verantwortlich. 400 Hektar standen seit gestern in Flammen. Die Einsatzkräfte sind immer noch im Löscheinsatz, haben den Brand aber weitestgehend unter Kontrolle gebracht. Kräfte aus dem gesamten Umkreis wurden zum Einsatz gerufen. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei wurde gestern angefordert. Dazu ist gestern Nachmittag bei Mäharbeiten in Silo ein weiterer Flächenbrand ausgebrochen. Auch hier ist die Feuerwehr weiter im Einsatz. Zwei Cottbusser Unternehmer sind länger in Russland geblieben als die deutsche Nationalmannschaft. Beide haben mit einem Transporter das Gastgeberland abgeklappert. Dabei haben sie mehr Spiele vor den Stadien als in den Stadien gesehen. Sie sind zurück und den Fußballtransporter haben sie auch wieder mit in die Heimat gebracht. Kai Bönke und Karl Adrian waren zur Fußballweltmeisterschaft eine Woche lang in Russland unterwegs. Dabei sind sie noch nicht mal richtige Fußballfans. Die beiden Cottbusser Geschäftspartner waren im Auftrag des Landessportbundes unterwegs. Für das Projekt Deutsch-Russische Fußballbrücken haben sie in den WM-Städten Soccer-Anlagen aufgebaut. Jugendliche aus der ganzen Welt konnten also vor den Stadien ausprobieren, was drinnen im größeren Rahmen stattfindet. Es waren mehrere Mannschaften im Vorfeld organisiert worden durch den Landessportbund. Diese Mannschaften fuhren auch mit zu den einzelnen Turnierorten. Aber in den Städten wurden auch russische Mannschaften akquiriert, die dann im Straßenfußball sich da gemessen haben alle. Und die Soccer-Anlagen wurden dann von allen Teams auch wirklich immer wieder aufgebaut und abgebaut und alle packten damit an. Generell sei die Atmosphäre im Land super gewesen. Nur die Begegnungen mit den Zollbeamten an der Grenze waren wohl nicht immer ganz so einfach. Kai Bönke und Karl Adrian erinnern sich aber vor allem an die schönen Momente vom Roadtrip durch Russland. Ich selber habe es noch nicht verarbeitet, alles, was wir jetzt dort erlebt haben im Einzelnen. Was sehr schön war, wir hatten zwischendurch einen kleinen Motorschaden, sind dann an einer Raststätte in Russland untergekommen, konnten uns dahin schleppen, auf Deutsch gesagt. Ja, und freundeten uns eigentlich dort dann mit den aserbaidschanischen Gastgebern an, die sicherlich, das Umfeld war noch etwas fragwürdig, aber die dann mit einem unwahrscheinlich guten Essen die Basis zu einer großen Freundschaft gelegt haben. Der Roadtrip führte Kai Bönke und Karl Adrian also von Cottbus über Moskau und St. Petersburg bis nach Sotschi. Zwischen 4.500 und 5.000 Kilometer haben die beiden zurückgelegt. Jetzt sind sie wieder zurück in der Heimat und konnten sich scheinbar auch von den Profis noch den ein oder anderen Trick abschauen. Eine Smartphone-App der Telekom verspricht weniger Stress bei der Parkplatzsuche. ParkEnjoy zeigt freie Parkplätze an und mit ihr kann man dann auch gleich bezahlen. In Zukunft soll das auch in Cottbus funktionieren. Die Stadt und die Telekom haben dazu jetzt eine Vereinbarung getroffen. Das gemeinsame Projekt soll in den nächsten Monaten starten. Cottbus gehört damit zu den ersten Städten, in denen dieses System eingeführt wird. Für Oberbürgermeister Holger Kelch sei das ein weiterer Weg.
wichtiger Schritt in Richtung digitale Stadt. Sie haben am Wochenende noch nichts vor, nach den Kurznachrichten vielleicht schon. Mit denen geht es jetzt weiter. Laufen für den Tierpark. Am Samstag startet der EG Wohnen Charity Lauf. Für jede absolvierte Runde gehen Spenden an den Cottbuser Tierpark. Eine Runde ist etwa 2 Kilometer lang und führt durch den Tierpark und den Spreeauenpark. Die Anmeldung beginnt ab 9 Uhr. Um 10 Uhr fällt dann der Startschuss. Über 5000 Euro Spenden konnten die Läufer so im letzten Jahr sammeln. Neue Ausstellung. Zeitbrüche und Spielräume heißt die neue Ausstellung im Landesmuseum für moderne Kunst. Im ehemaligen Dieselkraftwerk sind Werke der Künstlerin Erika Stürmer-Alex ausgestellt. Diese sind geprägt durch Figürlichkeit, Zeichenhaftigkeit und Abstraktem. Interessierte können die Ausstellung ab Samstag von 10 bis 18 Uhr besuchen. Cottbus sieht rot. Am Samstag geht die größte Blutspendenaktion Südbrandenburgs in die 22. Runde. Die DRK-Blutspendenmobile halten dann vor dem Lausitzpark. Die Cottbusser können dort dann von 8.30 Uhr bis 15 Uhr Leben retten. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Sie haben es ja gestern schon erfahren, die LTV-Familie ist wieder gewachsen. Anna und Nando sind seit heute fest mit im Boot. Die Ausbildung haben sie abgeschlossen. Deswegen zeigen wir jetzt Prüfstück Nummer 2. Anna hat sich mit dem Thema Ernährung ist wichtig auseinandergesetzt. Dabei hat sie den Sportler Gordon Bieling mal im Alltag mit der Kamera begleitet. Eine Sache hat Gordon Bieling immer im Haus und das ist Reis. Gordon achtet ganz genau auf seine Ernährung und vor allem auf die Kalorien, die er zu sich nimmt. Alle anderen Nahrungsmittel holt er jeden Tag frisch aus dem Supermarkt. Meist geht er sogar zweimal täglich. Das ist praktisch für ihn, denn beim Einkaufen macht er gleich die nächsten Schritte und verbrennt wieder Kalorien. So kann er wiederum noch mehr essen, aber gesund muss es natürlich sein. Nicht umsonst sagt man, Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Für mich hat Ernährung so einen großen Stellenwert, dass ich mich sogar extra viel bewege, um extra viel zu essen, um am Ende des Tages glücklich zu sein. Doch dazu gehört auch viel Disziplin. In einer App hält Gordon ganz genau fest, wie viel Kalorien er pro Mahlzeit zu sich nimmt. Auf seiner Fitnessuhr wiederum kann er überprüfen, wie viele Kalorien er heute schon verbrannt hat. Aber nur mit gesunder Ernährung ist es bei ihm nicht getan. Mindestens einmal am Tag muss Gordon sich richtig auspowern. Wenn er nicht gerade im Fitnessstudio oder draußen unterwegs ist, trainiert er im eigenen Fitnessraum. Ohne Sport geht bei ihm gar nichts. Sport ist für mich nicht einfach nur eine Stunde Kraftsport oder eine Stunde Joggen zu gehen. Es wird bei mir so in den Alltag integriert, dass ich anstatt die vorgegebenen 10.000 locker mal 25.000 bis 30.000 Schritte jeden Tag mache. Und da ich kein PKW habe, wird einfach jede weitere Strecke mit dem Rad zurückgelegt. Für mich ist Sport einfach kein Hobby, es ist Lifestyle. Am liebsten trainiert er mit seinem eigenen Körpergewicht. Damit erzielt er für sich die größten Erfolge. Gordon macht gerade Intermittent Fasting. Er hat also 8 Stunden Zeit, um seinen Tagesbedarf an Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten zu decken. In seinem Fall heißt das, dass er ungefähr 4000 Kalorien zu sich nehmen muss. In den restlichen 16 Stunden trinkt er nur Wasser. Sein Tagesablauf ist damit ziemlich fest geregelt. Doch das nimmt Gordon gerne auf sich, denn nicht immer sah er so aus wie heute. Die Bilder von früher motivieren ihn immer wieder, genau so weiterzumachen wie jetzt. Ja, wenn ich überlege, dass ich 2013 noch über 120 Kilo gewogen habe und in einem richtigen Loch voller Lustlosigkeit gesteckt habe und heute, 5 Jahre später, gucke ich mir die Bilder an und bin einfach nur stolz, was ich erreicht habe. Und ich denke, das, was ich geschafft habe, das kann jeder schaffen, wenn er sich nur das richtige Ziel vor Augen setzt
und durchpresst. 2014 hat Gordon damit angefangen, seine Ernährung umzustellen. Doch bis er den richtigen Weg für sich gefunden hat, hat es schon eine Weile gedauert. Ob nur mit oder ohne Sport, ich habe schon so viel Ernährungsformen ausprobiert, dass ich von mir aus behaupten kann, es gibt nicht den perfekten Weg. Jeder von uns sollte einfach gucken, dass er das Richtige für sich findet. Und dafür ist meist mehr notwendig als nur ein paar Tage oder Wochen, sondern wirklich manchmal sogar Jahre. Eines Tages will Gordon es ohne App und Fitnessuhr schaffen, aber im Kopf natürlich immer weiter rechnen. Denn er will nie wieder aussehen wie früher. Ernährung ist ihm jetzt einfach wichtig. Und uns ist auch der Nachwuchs wichtig. Wir suchen für das nächste Jahr wieder Verstärkung. Wir wollen im nächsten Jahr wieder einen Mediengestalter Bild und Ton ausbilden. Bewerbungen für 2019 können schon jetzt eingereicht werden. Die Unterlagen einfach per Mail an marketing@lausitz-tv.de schicken. Und auch die DEKRA in Cottbus sucht neuen Nachwuchs und das am besten schon in diesem Ausbildungsjahr. Magdalena Bankowska-Klauke bei ihrer täglichen Arbeit. Sie ist zusammen mit Ina Mund Bürokauffrau bei der DEKRA. Ein Platz ist aber noch frei, der vom zukünftigen Lehrling. Wir bilden regelmäßig seit 15 Jahren Kauffrauen, bisher nur Kauffrauen, im Bereich Büromanagement aus, immer 3 Jahre. Bisher haben wir alle Damen, die bei uns ausgebildet wurden, auch übernommen, sind heute noch bei uns fest angestellt. Und jetzt suchen wir für das aktuelle Ausbildungsjahr wieder eine Kauffrau, ein Kaufmann für das Thema Büromanagement. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Berufsschule wäre das OSZ2 in Sachsendorf. Der Auszubildende oder die Auszubildende dürfen sich auf ein aufgeschlossenes Team und vielfältige Aufgaben freuen. Er oder sie lernt alle Abteilungen kennen. Wir haben also sehr viele Programme, die DEKRA-spezifisch sind. Word, Excel, alles was man kennt, ist dann auch dabei, aber sehr viele Datenbanken und Programme, die sehr auf DEKRA zugeschnitten sind und insofern sehr viel Neues bieten werden. Sehr viel Kundenkontakt am Telefon, schriftlich, persönlich, hier unten im Empfang. Und insofern kann ich sagen, wird es wirklich eine interessante Tätigkeit werden. Bei Interesse einfach die Bewerbung per Mail an gunnar.michler@dekra.com schicken. Zum Lehrlingsbeginn im September freuen sich Ina und Magdalena auf ein neues Teammitglied. Laut der Lausitzer Wassergesellschaft ist der Bedarf an Trinkwasser in den letzten Tagen gestiegen. Die LWG musste am Mittwoch über 29 Millionen Liter Trinkwasser in das Versorgungsnetz einspeisen. Der Jahresdurchschnitt liegt normalerweise bei etwa 18 Millionen Liter. Das führt zu höheren Fließgeschwindigkeiten. Die können das Leitungswasser trüben. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, können Sie sich per Telefon an die LWG wenden. Und mit diesem Hinweis kann ich Sie auch schon wieder ins Wochenende schicken. Wir sind am Ende der Sendung. LTV aktuell läuft dann wieder ab Montag. Bis dahin besuchen Sie doch einfach unsere Internetseite lausitz-tv.de oder schauen Sie ab Samstag den Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Das Angebot der Woche bei Expert ist das Huawei P20 Lite. In Schwarz, Gold, Pink oder Blau bekommt ihr das Smartphone jetzt für nur 309 Euro. Das P20 Lite besitzt ein 5,84 Zoll großes Full HD Plus Display, das von einem eleganten Gehäuse aus Metall und Glas eingefasst wird. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf, was vor allem Selfie-Fans freut. Auf der Rückseite befindet sich die duale Hauptkamera mit einer 16 und einer 2-Megapixel-Linse. Auch der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite zu finden. Eine reibungslose Performance garantieren der Kirin 659 Octa-Core-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher. Und der Akku sorgt mit 3000 mAh dafür, dass euch nicht so schnell der Saft ausgeht.
Mit 64 GB Gesamtspeicher bietet das Huawei P20 Lite zudem viel Platz für Spiele, Apps, Fotos und Videos. Wer dennoch mehr braucht, kann den Speicher mit einer MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erweitern. Das P20 Lite nutzt Android 8.0 als Betriebssystem, das wie immer bei Huawei durch die intuitive eMotion UI-Oberfläche ergänzt wird. Ihr bekommt also ein Spitzen-Smartphone mit modernsten Features. Und zwar jetzt als Angebot der Woche besonders günstig. Holt euch das Huawei P20 Lite in Schwarz, Gold, Pink oder Blau für nur 309 Euro bei Expert. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Erleben Sie jetzt den neuen Freibadbereich für noch mehr Spaß und Erholung. Genieße den Sommer, Lagune-Feeling. Nachts ist keine einzige Wolke am Himmel, es bleibt sternenklar. Dafür wird es wieder etwas kühler, die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 Grad. Das Wochenende beginnt sonnig, am Samstag sind, wenn überhaupt, nur ein paar Wolken am Himmel, es werden maximal 25 Grad, mittags könnte es dann kurz mal regnen. Die Sonne am Samstag sollten Sie nutzen, denn am Sonntag ist es dann eher grau, am Vormittag ziehen Wolken auf und bis zum Abend hin soll es immer mal wieder regnen, erst am Abend klärt sich der Himmel dann wieder auf, die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 25 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Mit besonderen Aktionen unter lagune-cottbus.de. Genieße den Sommer, Lagune-Feeling. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte. Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Ihre Prior-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Priormühle 15 in Cottbus-Madlo. Küchengratistage bis zum 14. Juli im Möbelzentrum Großräschen. Ihre Sparvorteile: Küchenneuplanung bis zum halben Preis. AEG-Geschirrspüler und Markenarmatur mit Schlauchbrause geschenkt. Und dazu die 0% Finanzierung. Bei uns finden Sie eine außergewöhnlich breite Palette an Möbeln und Wohnideen. Genau nach Ihrem Geschmack. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Immer ein Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan.
Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Post ist da. Einfach öffnen. Und da ist auch schon das Passwort. Die Familie Vogt hat sich vor kurzem bei der Online-Geschäftsstelle der Knappschaft registriert. Und jetzt haben sie alles, was sie brauchen, um loszulegen. Hier können die Vogts ihre Anliegen bearbeiten. Martin Vogt will Transparenz. Kein Problem, denn nun bekommt er Einblick in die Kosten für seine Behandlungen. Und Anja Vogt? Sie interessiert etwas ganz anderes. Genau. Und Glückwunsch! Mit dem Schwangerschaftskalender kann sie selbst ihren Geburtstermin errechnen, erfährt wichtige Informationen über die Entwicklungen und erhält Tipps und Tricks für den Schwangerschaftsalltag. Was macht eigentlich Hanna? Und wo ist ihre Gesundheitskarte? Nun gut. Auf meine Knappschaft kann sie den Verlust mobil melden und eine neue beantragen. Nicht nur für die Vogts, sondern auch für alle anderen Versicherten bietet meine Knappschaft wichtige und sinnvolle Services. Schauen Sie doch auch vorbei und registrieren Sie sich bei meine Knappschaft. Laufen Sie für den Tierpark beim 7. EG Wohn Charity Lauf. Los geht's am 7. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohn noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75-28350. Der 7. EG Wohn Charity Lauf am 7. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus.